Hallo Leute, es geht weiter mit der Fluch des Froschkönigs hier in unserer kleinen Alchemistenküche. Dieser Schrank ist randvoll mit Büchern und so weiter hatte ich schon. Was kann ich denn jetzt hier noch so machen? Genau, ich kann die Worte kaum mehr lesen. Ich glaube, hier komme ich so nicht mehr weiter. Habe ich die Goldmünze? Nö, die habe ich auch noch nicht. Was stand jetzt hier nochmal? Dass in der Waffenkammer da der Stab versteckt ist. Okay. Kann ich die denn irgendwie sichtbar machen, hier die? Nee, ich glaube nicht. Gut, dann gehe ich wieder zurück. Das war nur ein Schmetterling, kein Chamäleon-Objekt, ne? Nee. Da soll wieder ein Emblem rein, das habe ich auch nicht. Habe ich auch das letzte Mal, glaube ich, gesagt. Da kommt die Silbermünze rein, das ist schon mal hervorragend. Fehlt nur noch die Goldmünze. Die Flaschensammlung haben wir erst 2 von 5. Bringt mir also so auch erstmal nichts. Ach, ich darf hier wieder wimmeln. Na denn. Geht's mal los hier. Es hakt die Maus hier immer so. Es nervt ein bisschen. Da ist noch was. Und da ist noch was. Und da oben in den Büschen. Wieder diese unheilvolle Musik hier. Was fehlt mir jetzt noch? Ein lilaner Stein und so ein langes Ding. Ein lilaner Stein. Ein violetter, den sehe ich da. Und jetzt noch das lange Ding hier. Was habe ich mir jetzt gebastelt? Was ist das jetzt? Eleganter Griff. Ach, den brauchen wir doch. Wo war denn das nochmal? Kann ich den jetzt hier ranhauen? Nö. Wo war das denn nochmal? Ich gehe mal hier rein. War das hier? Nee, dem fehlt die Krone. Das bringt auch nichts. Mann, was dauert das denn hier gerade so? Liegt das am Rendern im Hintergrund? Ich weiß es nicht. Quatsch, ich will doch nicht auf die Flaschensammlung. Ist ja auch Blödsinn. Nee. Nee. Ich gehe mal wieder hier so rein. Genau hier war das. Für das Theater. Ah, Kapitel 4. Okay. Das sieht wie eine Miniatur des Froschkönigs und seiner Geliebten, der Schwanenprinzessin, aus. Ach, die Schwanenprinzessin ist die Geliebte vom Froschkönig? Ja, das habe ich ja jetzt auch erst verstanden. Okay, und wir haben wieder eine Flasche... Flasche war das, oder eine Vase? Ich weiß es gerade gar nicht. Oh je, was soll ich denn jetzt hier alles finden? Da muss ich jetzt aber definitiv noch hier immer aufs Bild gucken. Weil hier ist gerade viel zu viel Kram. Da ist der Ring, den habe ich schon gesucht. Das Helle sehe ich auch, dann ist das schon mal fertig. Jetzt die Palmenblätter, Dinger, was auch immer. Dann so ein grüner Hügel gleich dazu. Basteln wir uns ein kleines... Eine kleine Flasche mit Segelboot, okay. Ich wollte es gerade sagen. Das Ding. Das da. Und... Nee, das Paddel habe ich schon. Das ist auch fertig. Also nur noch ein Stück das da. Hä, geschafft. Tada! Flasche mit Segelboot. So, das war 4 von 5. Toll. Ganz toll. Und sonst so hier? Was
Gehe ich jetzt wieder zurück? Kann ich hier wieder wimmeln oder zum 100. Mal? Nein, kann ich nicht. Ich will nicht auf die Karte gucken. Ich brauche die Karte doch gerade gar nicht. Das klappt doch auch so ganz gut. Ja, okay, ich gucke auf die Karte. Als ich in der Kurbel drehte, fand ich etwas Nützliches hinter dem Vorhang. Als nächstes muss ich einen Weg in den geheimen Garten im Gewächshaus finden, um zu erfahren, welche Geheimnisse mit Prinzessin Efeu offenbaren wollte. Mhm, okay, dann ins Gewächshaus. Das Gewächshaus, Wimmelbild. Nimm das jetzt. Nein, du willst es nicht haben, na gut. Die Murmel hier auf jeden Fall noch. Was denn noch? So das hier und das hier und die hier. Nein, immer noch nicht alles. Okay, die blaue Murmel auch noch. Und das orangene Bamselding. Das da. Eine Kunstvase mit Windelement. Wer wollte nicht schon immer eine Kunstvase mit Windelement besitzen? So. Ja. Ne? Toll. Und nu? Ich hab doch noch nichts vollständig. So komme ich aber nicht weiter. Gehe ich da eben wieder rein. Bin ganz schön viel hin und her gerenne. Was flüstert denn hier so im Hintergrund? Irgendwas hat doch geflüstert. Ich hab's doch genau gehört. Hä? Was wollt ihr denn jetzt noch im Gewächshaus? Da war ich doch gerade schon. Da war doch nichts mehr. Oder habe ich das übersehen? Kann ich hier noch irgendwas machen, oder? Habe ich ein rundes Emblem übersehen? Nee. Hier ist doch nichts. Hm? Oder ist hier doch noch was drin? Ich kann doch auch nichts mit dem Spiel daran. Das wäre es ja auch mit dem Bruder. Nee. Das ist doch alles Schmu, Leute. Das ist alles Quatschi. Hier ist das Gerumpel. Hier da hinten, da komme ich doch eh nicht weiter. Da ist doch alles vollgewuchert und so. Das nutzt mir nichts. Da soll man ja auch noch was draufstellen, aber was? Spiegel? Was mache ich denn nur mit dem Spiegel? Moment, ich kann doch auch da hinten noch durch. Den Gang vergesse ich immer total. Ich kann doch genau. Stimmt. Hier bin ich viel zu selten. Den habe ich noch nicht so abgespeichert im Kopf, dass ich da hinten jetzt auch immer lang gehen kann. Hm, was brauche ich denn überhaupt? Noch so, das? Nee, das nicht. Was wollt ihr denn von mir noch? Eine gelbe Rose? Die sind aber alle rot. Oder verarscht ihr mich hier wieder? Und klicke ich jetzt alle an? Nee, die da hinten. Und dann noch, ja, ich weiß auch nicht. Ich kann die Sachen immer nicht beschreiben. Ihr seht ja selber, was ich hier immer suche. Was soll's da für Worte zu finden für das Pflanzenemblem?
Aber mir fehlt noch so einiges irgendwie. Drei Teile fehlen mir immer noch. Und es ist echt nicht so einfach hier. Gerade, finde ich. Mal einen Tipp wieder ausnahmsweise nehmen. Ach, direkt vor meiner Nase. Ob ich das Rote wohl finde, hier außen an der Blüte? Nein. Und dieses eckige Ding? Ja, ich sehe nichts. Okay, das habe ich nicht gesehen. Das war zu klein. Leider fehlt mir immer noch ein Teil. Vielleicht ist das ja auch nur ganz klein. Und ich suche nach was viel Größerem. Nee, ich sehe es einfach nicht. Das hat man gar nicht gesehen. Das war auch grün. Und das war hier unten rot. Aber okay, wenn sie meinen. So, das ist schön. Dann kann ich das Pflanzenemblem ja jetzt endlich mal einsetzen. Ein silbernes Schwert steckt in diesem Stein. Hack es auf mit einem Ruder. Ja, gut, dann, ne? Gehe ich jetzt mal zurück. Und setze das hier endlich mal ein. Dann kann ich da nämlich auch durch in den wunderschönen Garten und klaue mir einen rostigen Höhlenschlüssel. Auf der Notiz steht, es gibt einen Trank für jeden Fluch. Ihn zu brauen erfordert 6 unterschiedliche Pflanzen. Ich sollte bald alle beisammen haben. Tatsächlich? Na dann. Was soll man hier machen? Ich benötige alle 5 Pflanzentränke, bevor ich das Rätsel lösen kann. Okay. Dieser gesamte Bereich ist erfüllt mit verschiedenen exotischen Pflanzen. Dutzende kleiner Lilien treiben auf dem kleinen Teich. Ja. Schön. Ganz toll schön. Kein Chamäleon-Objekt? Nichts, was sich hier bewegt. Und das raschelt hier immer so. Gut, rostiger Höhlenschlüssel. Ich soll irgendwo wieder wimmeln. Da. Dann machen wir das mal. Weil erledigt ist erledigt, ne? Ist ja so. Immer wenn ich anfange, unten hinzugucken, finde ich immer gar nichts mehr. Die Flasche soll ich finden. Dann soll ich ein Stück Seil finden. Den wollte ich nicht, aber sollte ich auch? Da an der Hake drum gezwirbelt. Und ein rotes Ding, damit wir halt das letzte Schiff zu Ende kriegen. Ich weiß nicht, das wird ein Stück Schiff sein. Stück Schiff. Da. Und das da auch noch. Und ein kleines Mini-Häuschen. Ich suche ein Mini-Häuschen. Ja, das Mini-Häuschen, das ist auch gar nicht mal so einfach zu finden, wie ich dachte.
Da ist es. Ha! Ganz versteckt in der Mitte der Ornamente. So. Was wollt ihr denn jetzt noch von mir hier? Hä? Was, ich soll das alles noch finden? Wie jetzt? Ja, ich soll das alles noch finden. Na toll. Nee, eins fehlte mir noch, aber es wurde mir nicht angezeigt. Hä, das war jetzt ein bisschen komisch. Trotzdem, ich habe jetzt alle Fische, Schiffe, ne? Flasche mit Piratenschiff, Schlachtschiff, Dampfschiff, Segelboot und Erkundungsschiff. Alle habe ich gesammelt. Ich bin ein großer Schiffssammler gewesen. Und jetzt soll ich die wahrscheinlich zuordnen, ne? Da. So, Dampfschiff. Kann die hier gar nicht wirklich... Da, so. Das ist so hier, so da bestimmt. Und die dahin. So. Yay. Immer diese zauberhafte Musik. Und, ach, ich habe schon ein Ruder. Ich habe mich schon gefragt, wann das Bötchen kommt. Da, Ruder. Bitte. Los geht's. Sei denn, hier ist noch was zum Einsammeln. Dann will ich das. Na gut, los geht's. Aha, okay. Die Glastür öffnet sich nicht. Ich kann eine Leiter erkennen, die nach unten führt. Dieser Teil des Bodens ist geformt wie eine riesige Muschel. Die Inschrift der Statue besagt, kröne den großen Fisch und du wirst des Pfades gewaschen. Wieder eine Krone. Das sind aber ganz schön viele Kronen. Ein reich verziertes Emblem der kleinen Meerjungfrau hängt über den Säulen. Ach, wie schön. So, ein Wimmelbild noch. Ganz viele so Kreuze, die ich auch finden soll. Und so viele Perlenketten. Ich sehe hier vor lauter Schmuck echt den Schmuck nicht und das alles, was ich hier finden soll. Den roten Lappen. Dann das Ding. Und das da. Die Krone. Dann habe ich das schon mal fertig. Eine weiße Perle. Oder ein weißer Ohrring hier. Okay, dann das noch, dann ist das auch fertig. Aber wo ist jetzt das Kreuz? Es sind eigentlich nur noch zwei Teile. Ich kann das hier auch so schwer erkennen. Ist das hier nicht was? Doch, das war da so jetzt bei. Fehlt nur noch das Kreuz. Da. Sehr gut. Endlich habe ich eine Krone und ich glaube, die kann ich doch dem Frosch dann aufsetzen, ne? Oder ist das jetzt die Krone für den hier? Ja, okay, das war die Krone für den komischen Fisch hier. Gut, das machen wir dann im nächsten Part. Ja gut, das machen wir dann im nächsten Part, was hier unten ist. Das sehen wir dann. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Tschüss!